Maria Furtwängler, Schauspielerin und Ärztin, führt ein multidimensionales Leben voller Traurigkeit. Maria wurde in eine Familie berühmter Künstler hineingeboren. Als Tochter des Architektenvaters Bernhard Furtwängler und der Schauspielerin Katrin Ackermann. Sie sah sich dem Druck und den Erwartungen ihrer Karriere und berühmter Verwandter ausgesetzt. Maria begann ihre Reise mit einem Medizinstudium an der Universität Montpellier in Frankreich und promovierte 1996 an der Technischen Universität München. Nachdem sie jedoch eine Zeit lang als Ärztin gearbeitet hatte, entschloss sie sich 2001, ganz auf die Schauspielerei umzusteigen. Diese Entscheidung war vielleicht eine künstlerische und gewagte Entscheidung, die die Richtung ihrer Karriere und ihres Lebens veränderte. Neben ihrer künstlerischen Karriere erlebte Maria Furtwängler auch im Privatleben schwierige Veränderungen. Ihre über 30-jährige Ehe mit dem Verleger Hubert Burda endete im August 2022. Diese Trennung bedeutet nicht nur das schlichte Ende der Ehe, sondern auch eine große Veränderung im Familienleben, die für beide Seiten viele Herausforderungen und Trauer mit sich bringt. Das Leben von Maria Furtwängler als eine Reise mit vielen Höhen und Tiefen hat viele Aspekte. Sie ist nicht nur eine berühmte Künstlerin, sondern auch eine Frau mit reichen Erfahrungen und Emotionen. Die Traurigkeit ihres Privatlebens und berufliche Übergänge stellen allesamt Herausforderungen dar, denen sie gegenübersteht, und zeichnen ein farbenfrohes Bild vom Leben einer vielseitig begabten und starken Frau. Maria Furtwängler hat mit ihrer Liebe und Hingabe für die Schauspielkunst sowie ihrer medizinischen Karriere viele verschiedene Phasen in ihrem Leben durchlaufen. Das Ende ihrer langen Ehe dürfte viele emotionale Umwälzungen und Herausforderungen für ihre Seele mit sich gebracht haben. Dies ist nicht nur das Ende einer Beziehung, sondern auch das Ende einer Reihe von Erinnerungen und Verbindungen zu einem wichtigen Teil des Lebens. Maria erlebte, wie viele Künstler, eine Trennung und große Veränderungen in ihrem Privatleben. Diese Entscheidungen veränderten nicht nur ihren Weg in Kunst und Leben, sondern hinterließen auch komplexe Spuren und Emotionen. Die Trennung markierte nicht nur das Ende eines Kapitels in ihrem Leben, sondern auch den Beginn neuer Reisen, auf denen Maria sich selbst entdecken und neu erfinden konnte. Traurigkeit und Herausforderungen können zu einer Quelle der Ermutigung und Form für ihr persönliches Wachstum werden. Sie kann sich dafür entscheiden, diese Veränderungen als Chance zu sehen, zu wachsen, zu lernen und einen neuen Sinn im Leben zu finden. Marias Stärke und Kreativität in der Kunst können für sie eine Quelle der Ermutigung sein, persönliche Herausforderungen zu meistern und neues Glück zu finden. Bei jeder Erfahrung und Herausforderung gelingt es Maria Furtwängler, Traurigkeit und Schwierigkeiten zu überwinden und stark und voller Energie zurückzukommen. Dies ist nicht nur eine persönliche Reise, sondern auch die Reise einer Künstlerin und einer Frau, die Kunst und Leben miteinander verbindet. Als Maria Furtwängler über das Ende ihrer Ehe und ihre persönlichen Herausforderungen nachdachte, konnte sie diese Erfahrungen nutzen, um sich selbst tiefgreifend zu verstehen und ihr Leben neu aufzubauen. Die Entscheidung, sich zu trennen, geht oft mit Kummer und Verlust einher, öffnet aber auch die Tür zu neuen Entdeckungen und persönlicher Freiheit. Maria kann Kunst als Medium nutzen, um Emotionen auszudrücken, Erfahrungen auszutauschen und mit dem Publikum in Kontakt zu treten. Durch die Kunst kann sie Befreiung und Unterstützung von ihren Fans finden, ihre Fans können ihre Gefühle teilen und sie in schwierigen Zeiten unterstützen. Angesichts der Umbrüche im Leben kann sich Maria auch auf die persönliche Weiterentwicklung und die Suche nach neuen Zielen konzentrieren. Sie kann neue Projekte annehmen, verschiedene künstlerische Bereiche erkunden und neue Möglichkeiten annehmen, die das Leben mit sich bringt.
Das Leben ist eine schwierige Reise, und Maria Furtwängler kann sich dafür entscheiden, Veränderungen als einen wichtigen Teil des Wachstums und Lernens zu betrachten. Durch jede Herausforderung kann sie neue Kraft gewinnen und sich trainieren, die beste Version ihrer selbst zu werden. Maria Furtwängler konnte mit Beharrlichkeit und Entschlossenheit ihr Leben positiv und selbstbewusst neu aufbauen und beweisen, dass jedes Ende neue Chancen für Wachstum und Glück mit sich bringt. Maria Furtwängler konnte auf ihrem Weg, ihre Ehe zu beenden und sich persönlichen Herausforderungen zu stellen, die Stärke und Geduld in ihr spüren. Das Leben verläuft nicht immer nach Plan und das Ende einer Beziehung kann eine wichtige Veränderung im Leben eines Menschen bedeuten. Maria kann diese Erfahrungen nutzen, um sich selbst neu zu entdecken und ihre Lebensziele neu zu definieren. Wieso Schwachsinn hier unten? Genau. Jetzt habe ich noch 3x2 da unten stehen. Und es bleibt übrig 7x5 und das ist 35. Genau. 35. Auf wie viele Arten kann ich bei 7 Wegstrecken hier mal nach rechts laufen? Okay, ja. Genau. Man könnte, sehr gut, sehr gute Bemerkung. Man könnte ja auch sagen, fängt jetzt ja an zu saugen. Okay. Ich habe insgesamt 7 Wegstrecken zu laufen und ich muss 3 nach unten. Also, auf wie viele Arten kann ich 3 aus 7 auswählen? Das wäre 7/3. Muss das gleiche rauskommen. Klar, 7/3 ist das gleiche wie 7/4. Das ist die Symmetrie von dem Pascalschen Dreieck. Ne? Ob ich aus, zum Beispiel aus 4 Elementen 3 auswähle oder aus 4 Elementen 1 auswähle, ist egal. Das ist die komplementäre Frage. Wenn ich 3 ausgewählt habe, habe ich auch gleichzeitig 1 ausgewählt, nämlich dass das übrig geblieben ist und umgedreht. Ja? Das heißt, klar, wäre vielleicht einfacher, wenn ich, keine Ahnung, 1000/998 ausrechnen möchte, rechne ich 1000/2 aus. Weil ich bin nicht blöd, ich will nicht so viel rechnen und es ist ein symmetrisches Problem. Ja, 1000/998 könnte umständlich werden, 1000/2 ist easy. 1000/999 durch 2, fertig. Ja. Naja, du hast ja das Netz vorgegeben. Taxigeometrie, hast irgendwie den Stadtplan von Manhattan und du willst vom, keine Ahnung, Supermarkt zum Kino und die liegen irgendwo im Stadtplan. Und du weißt, die haben 40 Abstand und du siehst am Stadtplan, keine Ahnung, das Kino liegt 15 Straßen unterhalb vom, oder so, ne? Und dann hast du sofort die Zahl, 40 und 15. Ja, genau. Man kann es. Nee, klar, du musst 2 Punkte vorgegeben haben im Netz, damit kannst du beide N und K bestimmen und damit kannst du es ausrechnen.